Hallo liebe Freunde und Zuschauer, im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diese wunderbaren Blätterteig-Salami-Snacks machen könnt. Schnell, einfach, günstig, aber super lecker. Viel Spaß beim Nachmachen und Zuschauen! Grüß dich, Servus, da bin ich wieder, der Wolfi. Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Heute das erste Video, das erste neue Video ohne Brille. Und da habe ich mir gedacht, ich mache mal was ganz Schnelles, was Einfaches. So ein Snack, ein Blätterteig-Snack. Ich liebe Blätterteig-Snacks und da habe ich so viele Ideen. Und heute habe ich mir gedacht, zeige ich euch eins von meinen Ideen. Ja, was wir dafür brauchen, das seht ihr jetzt nachher im Video, weil das ist eigentlich ein Snack ohne Rezept. Ratzfatz erledigt, die meisten Sachen außer dem Blätterteig hat man zu Hause, den kann man schnell kaufen. Selber machen geht auch, aber ich mache mir ungern die Arbeit am Blätterteig selber zu machen. Und ich würde sagen, jetzt legt man einfach einmal los. Auf geht's, packen wir's. So, hier ist der Blätterteig. Den werden wir uns jetzt einmal schneiden. Wir haben hier 6 Streifen. Nehmen wir uns ein bisschen Salami. Das werden hier jetzt wunderbare Blätterteigrosen. Gell? So, noch eins drauf. Super. Hier geben wir uns ein bisschen Käse darüber. So. Ich habe da einen 4er geriebenen Käse gekauft. Da ist Edamer drin, Gouda, roter Cheddar. Und ich habe die Erfahrung gemacht gehabt, wenn der Käse etwas gemischt ist, dann schmeckt der Snack einfach besser. So. Und jetzt gehen wir her und rollen uns den einfach so zusammen. Ha, 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 das wird was Feines. So, schön zuhalten und hier die Röschen etwas aufbiegen. Dann nehmen wir uns hier so eine Silikonform und geben die da einfach hinein. Was ich vergessen habe zu sagen, vorher bitte mit dem Trennmittel sicherheitshalber etwas einsprühen. Und schon geht's beim nächsten weiter. Das geht ratzfatz. Ihr könnt das Salami nehmen, die ihr am liebsten möchtet. Ihr könntet ganz billige nehmen, ganz teure. Ich empfehle nur immer ein vernünftiges Mittelmaß, schmeckt immer am besten. Da könnt ihr natürlich Käse reingeben, so viel ihr wollt. Das liegt in eurem Ermessen. Da gibt es kein Rezept, keine Mengenangabe. Das ist, wie ihr das möchtet. Dieser Snack ist wunderbar für jede Party. Ich schwöre es euch, ihr seid da die Könige, wenn ihr euren Gästen so etwas kredenzt. Ja, kommt ja bald wieder die große Party. So, schaut's her. Jetzt. Okay, ein bisschen auseinander und ab damit. Ja, und so schnell sind die gerollt und gemacht. Das geht ratzfatz. Keine Gewürze, kein gar nichts, nur der Eigengeschmack. So, diese Rosen, diese Blätterteigrosen, werden wir bei 170 Grad so für 25 Minuten bei Umluft backen. Und ihr werdet sehen,
Das schaut toll aus und es schmeckt fantastisch. So, schaut's an. Jetzt hinein damit. Bis gleich. So, jetzt sind die 25 Minuten vorbei. Jetzt holen wir es uns raus und schauen wir mal, was passiert ist, gell? Haha! So schauen sie jetzt aus. Hätten wir sie vorher noch mit Ei eingepinselt, dann wäre es noch ein bisschen brauner. Aber ja, das wollte ich eigentlich nicht. Und die riechen fantastisch von der Salami. Und hier präsentiere ich euch diese wunderbaren Blätterteigröschen. Wenn die jetzt ausgekühlt sind, sind sie da oben schön knusprig. Unten ziehen sie auch noch nach. Ich werde sie jetzt nicht probieren, weil die sind jetzt sowas von heiß. Da habe ich mir ja schon mal den Mund verbrannt. Aber was ich machen kann, ich kann ganz gerne mal eines öffnen. Schaut's her. Der Käse, wunderschön. So. So schauen die aus. Wie gesagt, wenn sie ausgekühlt sind, schön präsentiert auf einem Teller, auf einer Platte, kommt wunderbar. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich freue mich immer wahnsinnig über ein schönes Like, netten Kommentar. Oder wenn ihr es noch nicht gemacht habt, über ein Abo. Das kostet euch kein Geld und mich freut es narrisch. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche. Pfiat euch, der Wolfi. Servus.